So. Okay, das heißt, wir können die beiden lesen, dann verkaufen wir ihm die wieder. Dann haben wir pro Buch nur 400 gezahlt. Immer noch zu viel. So. Nein, das wollte ich nicht. Hier, das wollte ich. Foliant der Angst und des Schreckens, Band 2. Der Foliant bietet Informationen über Aalghule, Zemetauren und Verschlinger. Er behandelt Methoden des Kampfes gegen diese Ungeheuer und alchemistische Zutaten, die sich aus ihnen gewinnen lassen. Über Flüche und die Verfluchten. Das Lehrbuch behandelt Echinopsen und Archsporen. Es befasst sich außerdem mit Fällen von Lykanthropie und mit der Verwandlung in eine Striege. Gut, können wir wieder Bestiarium lesen gehen? Also es ist sehr, sehr leselastig, dieses... Es ist wirklich sehr, sehr leselastig, dieses wunderbare, wunderbare Spiel hier. So. Archespore. Vorkommen. Archesporen wachsen an Schauplätzen besonders grausamer Verbrechen oder auf den Gräbern der Opfer solcher Missetaten. Archesporen sind immun gegen alle Effekte, die den Verstand betreffen. Angst, Lähmen, Axi-Zeichen. Sie verspüren keinen Schmerz. Man kann sie weder vergiften, blenden, niederschlagen noch verbluten lassen. Archesporen sind empfindlich gegen Silber und sehr empfindlich gegen Einäscherungsversuche. Archesporen schießen vergiftete Dornen ab. Archesporensäfte und Sporen kann man aus ihnen gewinnen. Manche Verbrechen sind so schrecklich, dass sie die Leute mit Grauen erfüllen und die Götter beleidigen. Die Ruchlosigkeit eines Verbrechers und die Grausamkeit seiner Tat erzeugen einen Fluch, der die Archespore zum Leben erweckt. Die Bestie greift hasserfüllt unschuldige Geschöpfe an und versucht blindwütig, Rache zu üben. Diese blindwütige Rache kennen wir ja schon. Aus Blood and Wine. Wollte ich nur mal so anmerken. Ich hasse diese Viecher. So. Was haben wir jetzt hier? Aalghule kommen in alten Gottesäckern? Gotteseckern. Na, Gotteseckern. Was sind Gottesäcker? Und Grüften vor. Gottesäcker. Friedhöfe oder wie? Wäre das bessere Wort wahrscheinlich. Ist egal. Schönes Wort trotzdem, aber keine Ahnung, was das bedeuten soll. Immun gegen herkömmliche Gifte und resistent gegen Niederschlagversuche. Empfindlich gegen Silber, der starke Kampfstil ist besonders wirkungsvoll gegen Aalghule. Erfahrene Hexer wenden im Kampf gegen mehrere Aalghule den Gruppenkampfstil an. Aalghule versuchen, ihre Opfer niederzuschlagen und lebendig zu verspeisen. Okay. Alchemie, Leichengift, weißer Essig und Aalghulmark. Aalghule sind Ghule, die so viele Jahre Menschenfleisch verzehrt haben, dass es unwiderstehlich auf sie wirkt und sie darum auch Jagd auf die Lebenden machen. Man findet sie in Grüften und auch auf Schlachtfeldern, meistens von Ghulen umgeben. Einfache Leute erkennen den Unterschied zu den Aasfressern nicht, ganz anders Hexer, denn sie wissen, dass ein Aalghul ein aggressiverer und anspruchsvollerer Gegner ist. Interessant. Bargest. Haben wir das noch nicht gelesen? Bargästen sind Gespenster, die nur aus der Unterwelt kommen, wenn sie herbeigerufen werden. Bargästen sind furchtlos und können nicht vergiftet werden. Wenn sie aus der Unterwelt kommen, eignen sie sich Körper an, daher können sie gelähmt werden und den Schmerz empfinden, sind aber auch in gewissem Umfang resistent gegen diese Effekte. Bargästen sind empfindlich gegen Silber und sehr anfällig gegen Niederschlagversuche. Der schnelle Kampfstil ist am wirkungsvollsten gegen Bargästen und erfahrene Hexer wenden im Kampf gegen mehrere Bargästen den Gruppenkampfstil an. Sie versuchen, den Gegner als ganze Gruppe zu umzingeln. Wo ein Bargäst auftaucht, folgen weitere nach. Und man kann Bargästen Fangzähne, Ektoplasma und Todesstaub aus ihnen gewinnen und Köpfe. Echinops. Echinopse wachsen an Orten, wo Verbrechen verübt wurden oder auf den Gräbern der Opfer von Verbrechen. Echinopse sind immun gegen alle Effekte, die den Verstand betreffen. Angst, Lähmen, Axi-Zeichen. Sie verspüren keinen Schmerz und können weder vergiftet, geblendet oder niedergeschlagen werden, noch können sie verbluten. Echinopse sind empfindlich gegen Silber und sehr empfindlich gegen Einäscherungsversuche. Echinopse wurzeln im Boden schießen aber mit vergifteten Dornen.
Ich hinopse Wurzelstock und Sporen. Ich hinopse, die monströsen Pflanzen wachsen an Orten, wo grausame Verbrechen verübt wurden. Die Bestien versuchen sich an Verbrechern zu rächen, verschonen jedoch auch Unschuldige nicht, die ein unglückliches Schicksal in ihre Nähe verschlägt. Ja, okay, also sind Echinopse eigentlich nur die schwachen Archesporen. Interessant. So, was haben wir denn hier? Furchtbringer haben wir ja auch noch nicht gelesen gehabt. Nun gut. Furchtbringer sind sehr selten. Sie entstehen als Folge magischer Experimente, um einen Furchtbringer zu erschaffen. Muss ein Magier Grundwissen über Mutation und große Macht besitzen. Sind gegen fast alle Effekte immun? Haben wir das nicht doch schon gelesen? Da war aber vorhin noch ein Rufzeichen drauf, kann das sein? Egal. Wenn es jemand nicht lesen will, soll er auf Pause drücken. Ich glaube, wir haben es schon gelesen. Ghoul. Ghule findet man auf Schlachtfeldern, Friedhöfen und in verlassenen Grüften. Sie sind gegen herkömmliche Gifte resistent. Empfindlichkeit gegen Silber- und Nekrophagenöl, der starke Kampfstil ist besonders wirkungsvoll gegen Ghule. Erfahrene Hexer gegen mehrere Ghule, Gruppenkampfstil. Eine Gruppe Ghule wird versuchen, den Gegner niederzuschlagen, zu umzingeln und lebendig aufzufressen. Okay, ich dachte, das tun sie normalerweise nicht, egal. Monstrositäten, Lymphe, weißer Essig und Ghulblut kann man daraus gewinnen. Es heißt, dass Ghule Menschen waren, die einst zu Kannibalismus gezwungen wurden und nach vielen Jahren in dunklen Grüften eine schreckliche Verwandlung durchmachten. Nur Menschenfleisch vermag ihren ewigen Hunger zu stillen, daher töten sie Menschen und lagern die Überreste in ihren Grüften. Aha. Graveer. Oh Gott. Graveer tauchen da auf, wo sie Nahrung finden, das heißt Kadaver und vorzugsweise Menschenleichen. Sie sind immun gegen herkömmliche Gifte und resistent gegen Niederschlagversuche. Dicke Haut und Muskelpakete schützen sie vor Hieben. Empfindlich gegen Silber- und Nekrophagenöl, der starke Kampfstil, Niederschlagen, lebendig verspeisen, Leichengift, weißer Essig, Graveerknochen. Der Höllenhund, unser wunderschöner Freund, ich hasse ihn, kann überall auftauchen, wo ehrlose Menschen leben. Immun gegen die meisten Effekte, körperliche Kreaturen, Niederschlag, Lähmungsversuche möglich, aber selten erfolgreich. Empfindlich gegen Stahl, schneller Kampfstil. Höllenhund, der Bargästen herbeirufen kann, fängt seine Gegner in einem Feuerkreis und verstümmelt sie. Ja. Ja. Der Höllenhund, auch Bestie genannt, ist eine Kreatur der Unterwelt, ein Geist, der die Gestalt eines schrecklichen Hundes annimmt und der sein Opfer, hat er einmal seine Witterung aufgenommen, unerbittlich jagt. Bauern sehen im Höllenhund die Verkörperung der Strafe der Götter für die Verruchtheit der Menschen. Striege. Vorkommen. Eine Striege ist eine Frau, die einen Fluch in ein Monster verwandelt hat. Hass auf alle Lebewesen erfüllt sie und sie verschlingt sie mit Freude. Eine Striege kann Nekrophagen dulden. Tagsüber braucht sie ein Versteck und oft fällt ihre Wahl auf einen Sarg in einem abgelegenen Winkel einer Gruft. Kennen wir ja schon aus dem Intro vom Spiel, die erste bekannte Geschichte von Geralt von Riva. Die Striege, die Tochter eines Königs war, ich weiß gar nicht mehr welches Königs. War es Volltest? Ich glaube nicht, dass es Volltest war, aber ist egal. Und dessen Tochter war ja eine Striege und das haben wir im Intro gesehen, habe ich schon. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. So. Resistent gegen Stahl. Resistent gegen Stahl, empfindlich gegen Silber. Eine Striege kann man von ihrem Fluch befreien, wenn man eine Nacht in der Nähe ihres Sarges lebend übersteht. Stimmt. Striegen sind sehr starke und wendige Kreaturen, aber nicht so zäh, wie es scheinen mag. Eine Striege greift überraschend an und versucht, ihren Gegner in Stücke zu reißen, ohne ihm eine Chance zur Gegenwehr zu lassen. In der Nähe ihres Sarges ist eine Striege stets stärker. Aha, Alchemie, Striegenherz. Woher kommt sie? Zauber, Magie? Ich habe keine Ahnung, Sire. Die Weisen erforschen dieses Phänomen. Uns Hexer genügt das Wissen, dass Willenskraft sie erschaffen kann und wie man sie bekämpft. Und tötet? In aller Regel ja. Dafür werden wir gewöhnlich bezahlt. Kaum jemand möchte einen Zauber aufheben. Egal. Die Leute wollen sich meist nur schützen und wenn das Ungeheuer Menschen getötet hat, kann Rache ein weiteres Motiv sein. Ist das der Originaldialog aus dem ersten Geschichten-Ding? Ich weiß es nicht. Recherchiert das mal. Verschlinger. Alter, ist der hässlich. Hat der einen Busen?
Vorkommen. Verschlinger sind Aasfresser, die in der Nähe menschlicher Siedlungen in Höhlen und Ruinen hausen. Sie sind immun gegen konventionelle Gifte, bla bla bla. Niederschlagen, lebendig okay. Verschlinger werden oft Nachthexen genannt, da sie Ähnlichkeit mit hässlichen alten Frauen haben und für ihre hexentypische Heimtücke berühmt sind. Diese Kreaturen verschlingen Menschenfleisch und obwohl sie bereitwillig auch Leiche verzieren, gelüstet es sie vor allem nach frischem, warmen, triefendem, blutigen Fleisch. Verschlinger jagen nach Einbruch der Dunkelheit in Gruppen, die von Bauern Sabbate genannt werden. Sie täuschen ihre Opfer gern und quälen sie, aber Geschichten über mitternächtliche Ritte auf Besenstielen und Knusperhäuschen entbehren jeder Grundlage. Werwolf. Werwölfe sind Lykanthropen, also Gestaltwandler. Menschen können sich in Werwölfe verwandeln, wenn sie mit einem Fluch belegt wurden. Diese Kreaturen lauern dann in der Nähe menschlicher Siedlungen. Resistent gegen Stahl und die meisten Effekte empfindlich gegen Silber. Sie greifen wütend an und sind sehr offensiv. Dabei verlassen sie sich auf ihre Resistenz gegen konventionelle Waffen. Alchemie Werwolf-Fell. Baron Wolfstein barg das Gesicht in den Händen. Sein Herz klopfte. Plötzlich wurde der Geruch des Blutes seiner Frau und seiner Kinder intensiver. Die Muskeln in des Barons Körper schwollen an. Seine prunkvollen Gewänder fielen in Fetzen auf den marmornen Boden. Mein Liebster, du bist so haarig. Du bist ein Werwolf. Bianca erbleichte. Was wird nun aus unserer Liebe? Ein schreckliches Brüllen war die Antwort. Trulla Daniela. Baron Wolfsteins Fluch und andere Liebesgeschichten. Vor allem Trulla. Trulla ist so ein schöner Name. Ich nenne mein Kind auch mal Trulla. So. Samir Tower. Sieht aus wie ein Gravea. Naja, nicht ganz. Samir Tower sind selten. Man findet sie auf Schlachtfeldern und Friedhöfen, genau wie andere Nekrophagen. Ja gut, natürlich. Immun, bla bla bla. Niederschlagen, ja. Samir Tower, Kiefer, Weißweinessig. Weißweinessig? Es tut mir leid, aber ich würde niemals Weißweinessig, der kann noch so gut sein. Weißweinessig, den ich von so einem Ding abgezapft habe, würde ich mir niemals über einen Salat kippen. Niemals. Naja, über Ghule und Gravea wurde viel geschrieben, da sie Kreaturen sind, denen gewöhnliche Leute in Zeiten des Krieges oder auf Friedhöfen oft begegnen können. Semetauren sind selten, aber wenn sie in einem Gottesacker erscheinen, übernehmen sie ihn. Alle Ghule respektieren sie und verneigen sich vor ihnen. Okay. Books, Scrolls, Parchments. Dachte gerade, er hätte geniest. Apropos niesen, Moment. Hallo, hallo, hallo. So, ja, speichern könnte ich auch mal. So, schön. Speichern. Machen wir das auch mal zwischendurch. So. Kann man da rein? Tür. Ich gehe mal einbrechen. Hallo, guten Tag. Hallo, Stadtbewohner. Er besäuft sich, sie muss arbeiten. Weißt du? Typisch Mann. Er sitzt hier, betrinkt sich und seine alte Oma muss hier alles, die muss hier rumstehen, ja? Die muss hier rumstehen. Naja. Egal. Gehen wir wieder. Das können wir so nicht... Ich kann das so nicht gutheißen. Ich unterstütze es nicht. Shanis Haus. Werbung. Juwelier Schuttenbach. Jeder Ring ist einzigartig. Dann natürlich. Ich gehe mal zu Shani. Hallo, Shani. Paar Grafikfehler. Old grey and still chasing skirts, you should be ashamed. Alt grau und eine Nervensäge, ihr solltet euch schämen. Ach nein. It's not like that, good woman. No need for charm. The girl's busy. Then could you please tell her? Didn't your mother teach you better manners? She'd not forgive herself for raising such a monster. But
Bitte was? Where are you going? No one teach you manners? Hier. I'm here to see Shani. Sits in a room entertaining guests and pays next to nothing in rent! Okay. Poor kitten, her mother can't even afford food for her. I don't dare feed her the medic's food. She'll likely fall sick. Will you take pity on the kitty? Ja, natürlich. Links klickt während eines Gesprächs auf Bestechung, um eine Summe zu bestimmen und zu versuchen, damit Charaktere zu bestechen. Tipp, die Charaktere reagieren unterschiedlich auf Bestechungen und mancher mag gar beleidigt sein, wenn das Bestechungsgeld zu bescheiden ausfällt. Upstairs, my prince! Nice one. Haben wir den Eintritt bezahlt? Na dann gehen wir mal nach oben. Schauen wir mal, was Shani so macht. Nicht so viel offenbar. Die ist gar nicht da. Ist sie vielleicht im Schrank? Warum kann ich die Alte hören? Und vor allem, wo ist Shani? Wäschekorb. Ach, können wir Unterwäsche wühlen? Roter Schal. Den schenke ich ihr wieder. Ich schenke sogar zwei. Ja, ja, so bin ich. Schränkchen. Was haben wir denn da? Was ist das? Die Aufforderung zur Magie. Ein Buch für junge Adepten der Kunst. Es behandelt die Grundlagen von Magie und Hexerzeichen. Ihr habt dies bereits gelesen. Okay. Okay, aber Shani ist nicht hier. Ich schau mal da nach hinten. Ich habe mich rausgeklickt. Moment. Hallo? Jetzt. Ich klicke mich wieder rein. Moment. Ich, hier. Es flackert. Es ist schwarz. Ich sehe auf der Aufnahme früher das Bild als hier. Hello, precious. Do go upstairs. Ich war ja schon oben, aber oben ist sie nicht. Ich will mit Shani reden und nicht da oben rumsitzen. Ich meine, alles gut und schön, aber ich glaube nicht, dass die jetzt da oben sitzt. Ich meine, gut, ich könnte mich auch täuschen. Aber... naja. Ja, ich verschwinde wieder. Die Shani ist offensichtlich nicht zu Hause. Oder ist es ein Bug? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall wieder. So. Da ist noch ein Reisender. Das ist wunderschön, dass der hier ist. Folgendes. Was machen wir denn eigentlich gerade? Bestechungsgeld. Aha. Das ist eine... ach, das ist ein Tutorial. Hier, Quests. Der ertrunkene Tote-Vertrag. Der Ghoul-Vertrag. Ja, das ist alles wunderschön. Hier. Fistech für Jethro. Das heißt, ich brauche... Taler wahrscheinlich, ne? Herold-Stadtbewohnerin. Ich schau mal, ob Taler vielleicht ein bisschen Fistech hat, damit ich Jethro bestechen kann für Informationen und möglicherweise eine Audienz bei dem Salamandra-Gefangenen. Ich bin sehr gespannt. Taler hat zwar hier eine Verkaufstheke, steht da aber nicht drin. Nicht mal tagsüber. Interessant. Hier, Taler. Der pennt. So will it be. We doing some plowing business? Natürlich. Hier, da. Schwarzpulver, serikanische Mischung, Bärenfett, Gänseschmalz, Nierenfett, Salpeter. Okay, hat er nicht. Er hat das nicht. Warum hat der das nicht? Schade. Aber wenn der das nicht hat, wer könnte das sonst haben? Frage ich mich. Wer könnte das sonst haben? Möglicherweise, ich frage mal eine Wache.
Die wissen das bestimmt. Aha, Stadtbewohnerin, interessant. Die hat so einen Ausschnitt, da läuft mehr Wasser rein als in jede Dachrinne hier. Was ist das da? Elfin. Who cries so in-